Die Kämpfe sind das eine, das andere sind auch die Schicksale, die natürlich dahinter stehen. Denn auch dort im Gazastreifen, dort sollen sich ja noch mehr als 150 Geiseln befinden in der Gewalt der Hamas. Man weiß nicht, wie es diesen Menschen geht. Man hat da sehr wenig Informationen, auch wenn natürlich alle Quellen versuchen, etwas herauszukriegen, wie es den Menschen geht, die dort irgendwie herauszubekommen. Und gleichzeitig werden auch immer neue Gräueltaten der Terroristen bekannt. Regelrechte Massaker sind dort angerichtet wurden in einzelnen Kibbuzim. Es sind grauenhafte Bilder, ungepixelt, kaum zu ertragen. Leichen blutüberströmt in ihren zerstörten Häusern. Hier im kleinen Kibbuz Kfar Asar an der Grenze zum Gazastreifen haben die Hamas-Terroristen ein Massaker angerichtet und keinen Unterschied gemacht zwischen Männern und Frauen, alt und jung. 40 Babys sollen von den Terroristen ermordet worden sein. Das berichtet eine Journalistin des israelischen TV-Senders i24 News, die sich das Grauen vor Ort in Kfar Asar angeschaut hat. Und ein Soldat spricht von weiteren schrecklichen Details. Sie haben Kindern den Kopf abgeschnitten, sie haben Frauen den Kopf abgeschnitten. Offiziell bestätigt wurden diese Informationen bisher nicht. Wie grausam, wie barbarisch die Hamas-Terroristen gewütet haben, zeigt sich auch im Kibbuz Be'eri. Über 100 Leichen wurden alleine hier gefunden. Einen Hoffnungsschimmer gibt es derweil für die deutsche Geisel Shani Luke. Die 22-Jährige soll in einem Krankenhaus in Gaza liegen, schwer verletzt, berichtet ihre Mutter in einer Videobotschaft. Jede Minute sei kritisch, die deutsche Regierung müsse schnell handeln. Insgesamt 5 Deutsche sollen sich in den Händen der Hamas befinden. Das Auswärtige Amt arbeite rund um die Uhr an der Befreiung der Entführten, versichert Außenministerin Baerbock. Zum Schutz der Betroffenen könne man sich jedoch nicht zu Einzelfällen äußern, heißt es aus der Behörde. Auch US-Amerikaner befinden sich unter den insgesamt mehr als 150 Verschleppten. US-Präsident Biden hat angeordnet, zusätzliche Experten aus den USA zu entsenden, um bei der Geiselbefreiung und den Rettungsmaßnahmen zu beraten. Doch diese Maßnahmen dürften sich schwierig gestalten, denn die israelischen Spezialkräfte können nicht eingreifen, ohne den genauen Aufenthaltsort der Geiseln zu kennen. Befreiungsaktionen im dicht besiedelten Gazastreifen, ein Durchkämmen Haus für Haus, riskant. Verhandlungen mit der Hamas scheinen aktuell außerdem unwahrscheinlich. Und so bleiben die Geiseln, darunter auch Babys und Kinder, weiter in der Gewalt der Terroristen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.